Hallo und herzlich willkommen zum Jahresauftakt bei JTL, der rechtliche Ausblick für 21 von und mit unserem Partner, dem Händlerbund in Person, Melvin Dreier. Melvin, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist heute. Hallo Markus, ich freue mich. Sehr gut, sehr gut. Ihnen, liebe Teilnehmer, an dieser Stelle ein frohes, gesundes und spannendes 21. Im letzten Jahr haben viele von uns natürlich eine ganze Menge um die Ohren gehabt und wir haben viel erlebt, was wir so nicht kannten, haben uns damit arrangiert, arrangieren müssen vielleicht auch ein Stück weit, kann man nicht ausschließen. Und trotzdem haben wir hoffentlich und haben Sie hoffentlich auch das Beste daraus gemacht, so dass es dann in diesem Jahr auch erfolgreich weitergehen kann. Für die rechtlichen Grundlagen sorgen wir heute mit diesem Webinar im Überblick und damit wir wissen, ob Sie uns auch verstehen können, folgt für diejenigen, die nicht das erste Mal bei uns sind, schon die bekannte Kurzumfrage. Ich bitte Sie an dieser Stelle da einmal abzustimmen auf Ihrem Bildschirm, ob Sie uns verstehen können oder nicht. Melvin, du hast gerade schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht kannst du auch schon die ersten ein, zwei einleitenden Sätze nochmal sagen. Es kommen ja Ja, noch Teilnehmer dazu. kann ich gerne machen. Vorgestellt hast du mich ja schon. Mein Name ist Melvin Dreier. Ich bin juristischer Redakteur beim Händlerbund. Das heißt, ich bin Diplomjurist und kümmere mich darum, dass unsere Mitglieder, aber auch alle anderen Interessierten regelmäßig ja, auf dem neuesten Stand gehalten werden, was so die rechtlichen Entwicklungen im E-Commerce anbelangt. Klingt nach der richtigen Qualifikation für das heutige Thema des Webinars. Sehr gut. Ja. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und das sieht von den Antworten her auch schon sehr gut aus. Es kommen zwar nach und nach noch Teilnehmer hinzu, wie ich sehe. Ich habe aber alternativ auch noch mal eine Möglichkeit in den Chat gepostet, uns hier zu folgen, und zwar per Telefon, so dass jeder auf jeden Fall da dran teilnehmen kann. Gut, ich schließe dann an dieser Stelle die Umfrage und gebe dir, Melvin, den Bildschirm mal frei. Dann kann es auch direkt losgehen. Ich werde mich und meine Kamera für den Vortrag von Melvin einmal ausschalten und mich dann am Ende in der Fragerunde wieder mit dazuschalten. Fragerunde ist ein gutes Stichwort. Wenn Sie Fragen haben, viele von Ihnen werden es kennen. Haben Sie im Webinar-Tool die Funktion Fragen? Schreiben Sie mir gerne, schreiben Sie uns gerne. Wir greifen all Ihre Fragen dann im Nachgang an den Vortrag auf, gehen darauf ein, beantworten Ihnen die Fragen und dann haben Sie auch die Antworten sofort zur Stelle. Melvin, ist So, bei dir übertragungsmäßig alles gut? ich bemühe mich gerade darum, hier mal dieses Fenster zu minimieren. Das Brauchst du muss nicht nämlich. minimieren. Das Brauche wird ich nicht nicht mit minimieren. übertragen. Nein. Okay, dann kann ich das ja einfach so machen. Genau. Und jetzt muss ich das mal noch hier rüberschieben. Und dann müsste man jetzt hoffentlich die Präsentation sehen. Absolut, absolut. Sehr schön. Das Okay. funktioniert. Dann übergebe ich das Wort an dich und Ihnen, liebe Teilnehmer, viel Spaß, einen informativen Vortrag und bis nachher. Ja, dann noch mein freundliches Hallo von mir. Sie sehen mich hier gerade noch mal. Ich habe mich ja bereits vorgestellt. So, wir schauen uns hier heute einiges an. Ich habe hier schon mal eine kleine Gliederung erstellt. Jetzt muss ich mich trotzdem noch mal kurz organisieren hier. Hoppala. So, genau. Was gucken wir uns denn heute an? Wir schauen uns an, was dieses Jahr also auf uns zukommen wird im Bereich des Online-Handels. Ich habe hier ganz viele verschiedene Punkte aufgeführt. Wir schauen uns als oder zu Beginn dann mal Geschehnisse im Bereich Steuern an. Da ist ein Punkt, der Ihnen dann wahrscheinlich oder hoffentlich auch schon bekannt ist, ne, das ist eine Mehrwertsteuersenkung. Wir gehen dann über zum Batteriegesetz, da gab es Änderungen. Werfen wir einen kleinen Blick auf den Brexit, der ja durchaus auch Auswirkungen hat. Es stehen einige Änderungen im Bereich Energielabels, Energieverbrauchskennzeichnung bevor. Und ein ganz, ganz, ganz großer Punkt ist ja das neue Verbraucherrecht. Von dem neuen Verbraucherrecht kann man vielleicht gar nicht sprechen, denn es sind hier mehrere rechtliche Grundlagen, die jetzt geändert werden. Das ist
teilweise auch in diesem Fall, in diesem Jahr schon der Fall. Vorwiegend wird es uns allerdings tatsächlich 2022 beschäftigen. Da das allerdings eben dann doch wichtige Punkte sind, finde ich das auch wichtig, das hier schon mal anzusprechen, dass man also das vielleicht schon mal auf dem Schirm hat, was sich hier in Zukunft ändern wird. Dann gibt es noch einen kleinen Punkt zur E-Privacy-Verordnung und dem sogenannten TTDSG. Da bewegen wir uns also im Datenschutzbereich. Und dann gehen wir nochmal über zu zwei Urteilsverkündungen, die jetzt bevorstehen. Und ich denke, damit haben wir schon mal ein ganz gutes Programm. Fangen wir also auch gleich an mit dem Bereich Steuern. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, aber Steuern auf jeden Fall nicht ganz einfach. Ich habe es gerade schon ganz kurz angedeutet, das Ende der Mehrwertsteuersenkung. Das hatten wir also jetzt hier direkt schon zu Jahresanfang. Sie können sich wahrscheinlich daran erinnern, war ja ein sehr prägnantes Thema. Das war eine vorübergehende Maßnahme von Anfang Juli bis jetzt Ende Dezember 2020. Man hatte sich also hier in Deutschland kurzerhand dazu entschieden, die Mehrwertsteuersätze zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln angesichts der Corona-Pandemie. Das hat für Online-Händler, also sowieso für den Handel insgesamt, war das natürlich eine sehr spontane Nachricht damals. Man musste erst mal gucken, okay, was muss man jetzt machen? Es waren allerhand Umstellungen notwendig im Shopsystem, auf Marktplätzen, im eigenen Online-Shop, in der Rechnungslegung. Das hatte man dann jetzt, Gott sei Dank, zum Großteil erstmal hinter sich gebracht. Und dann ging es jetzt zu Ende Dezember nochmal an die Sache, denn dann musste das alles wieder zurückgenommen werden. Ich hoffe, dass Sie das soweit auch alles mit Bravour erledigen konnten. Ich wollte es der Vollständigkeit halber hier dennoch nochmal einbringen, denn es gibt tatsächlich immer noch mal wieder Rückfragen von Betroffenen, was hier jetzt eventuell noch zu erledigen ist. Deswegen hier kurz aufgeführt. Wenn man das Ganze in der Preisauszeichnung dargestellt hat, also wenn man da dann zum Beispiel die 16% Mehrwertsteuer als solche genannt hat, dann sollte man das natürlich wieder zurücknehmen und jetzt auf die 19% umstellen. In den Marktplatzsystemen war das stellenweise notwendig, hier also tätig zu werden, Rechnungslegung. Die Punkte, die kann man hier ja relativ gut überblicken und ich gehe auch mal ganz fest davon aus, dass Sie das eigentlich alle schon erledigt haben. Rechtstexte vielleicht auch noch so ein Punkt. Bei uns musste man das nicht machen. Wenn man jetzt allerdings seine Rechtstexte irgendwo anders bezieht, dann kann es durchaus vorkommen, dass dort also auch konkrete Steuersätze genannt werden. Da müsste man dann also auch mal schauen, ob das eventuell noch der Fall ist, ob man hier nochmal tätig werden müsste. Aber wie gesagt, ich denke, dieses Thema, das ist jetzt dann wahrscheinlich erstmal abgehakt. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz dazu. Es ist natürlich selbstverständlich erlaubt, auch weiterhin jetzt Rabattaktionen zu promoten. Wir geben jetzt die nächsten 2, 3 Wochen zum Beispiel auch noch die 3% Ersparnis weiter. Das kann man natürlich machen. Wichtig ist natürlich aber dennoch, die Mehrwertsteuer ist jetzt wieder bei den alten Sätzen von 19 und 7% im Onlinehandel oder im Handel generell. Und entsprechend ist es insbesondere in der Rechnungslegung natürlich zu berücksichtigen. Ein Punkt oder zwei Punkte eigentlich, die jetzt auf uns zukommen in diesem Jahr, die werden durch das sogenannte Jahressteuergesetz geregelt. Das ist Ihnen vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen, denn das gibt es tatsächlich jedes Jahr. Der Staat regelt da also alle relevanten steuerlichen Anpassungen, Änderungen, setzt zum Beispiel auch EU-rechtliche Vorgaben um. Und das sind hier zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Wir haben ja als erstes den Wegfall der 22-Euro-Freigrenze. Das bezieht sich auf Importe aus Drittstaaten. Es ist ja so, da erzähle ich den meisten hier wahrscheinlich auch nichts Neues, wenn ich also Produkte aus dem Ausland hierher importiere, auch als Privatperson aus Drittstaaten. Das ist wichtig. Andere EU-Länder, für die galt diese Grenze jetzt hier insoweit ohnehin nicht. Dann muss ich darauf keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, wenn der Warenwert inklusive Versand eben bei 22 Euro oder weniger liegt. Es gibt da noch so einen rechnerischen Übergangsbereich. Nichtsdestotrotz sind 22 Euro
Das ist der Wert, der im Gesetz genannt wird. Deswegen gehe ich jetzt mal da von diesem Wert aus. Die jedenfalls, diese Freigrenze, die wird aufgehoben zum 1. Juli 2021. Das ist natürlich für diejenigen schade, die gerne mal kleinere Warenbestellungen in Drittstaaten tätigen. Denn da wird dann jetzt quasi ab dem ersten Cent bereits Einfuhrumsatzsteuer fällig. Diese Grenze gibt es dann eben nicht mehr. Für den Handel nimmt man da aber eigentlich einen positiven Effekt an. Denn Sie kennen das ja, auch wenn Sie hier jetzt Waren verkaufen, egal wie teuer sie sind, Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer wird fällig. Und das ist dann eben hier in diesen Fällen auch so. Das heißt, man kann eigentlich von einer gewissen Gleichstellung oder Gleichbehandlung von diesen Importfällen mit einfachen Verkäufen im Inland ausgehen. Welche Wirkung das am Ende dann tatsächlich hat, das wird sich mal zeigen. Ich bin da ganz gespannt drauf. Als nächstes haben wir hier die Neuregelung der Mehrwertsteuererhebung bei grenzüberschreitenden Verkäufen. Das ist also ein Punkt, das liegt der Titel jetzt schon nahe, natürlich für die Händler unter Ihnen besonders relevant ist, die ja gerne auch in andere EU-Staaten verkaufen. Denn hier ist es, oder bisher, um das kurz zu beschreiben, kann das ja durchaus kompliziert sein. Es gibt je nach EU-Land gibt es unterschiedliche Lieferschwellen. Wenn man diesen Schwellenwert überschreitet, dann muss man ja sich quasi in dem jeweiligen Zielland steuerlich registrieren und dort seine Steuern abführen. Das kann kompliziert sein. Diese unterschiedlichen Lieferschwellen, die werden jetzt wegfallen, erst ebenfalls zum 1. Juli 2021. Es wird dann eine einheitliche Geringfügigkeitsschwelle geben von 10.000 Euro und die fasst alle Exporte in andere EU-Länder zusammen. Also es gibt keine einzelnen Schwellen mehr für die jeweiligen Länder, sondern hier wird quasi alles, was in irgendein EU-Ausland geht, wird unter diese Geringfügigkeitsschwelle subsumiert, gepackt, wie man auch möchte. Und das bedeutet wahrscheinlich für viele Betroffene, dass ja, oder die Wahrscheinlichkeit, die Schwelle, mit der man eben im Ausland dann seine Umsatzsteuer abführen muss, die sinkt. Es wird also mehr Fälle geben, in denen das notwendig wird. Gleichzeitig wird das aber auch einfacher gemacht, ne? Man plant also hier zurzeit die Einführung des sogenannten One-Stop-Shops. Das ist quasi eine zentrale Anlaufstelle hier beim Bundeszentralamt für Steuern. Die übernehmen dann quasi das Abführen dieser Steuer. Man meldet alles zentral dorthin. Und es soll unter diesem Aspekt eigentlich bedeutend einfacher werden. Hier ist es so, dass wenn sich hier jetzt praktische Fragen ergeben, Sie haben im Anschluss natürlich, oder auch jetzt können Sie schon gerne Fragen stellen. Die schauen wir uns dann im Anschluss mal nach Möglichkeit an. Hier ist es allerdings so, da muss ich tatsächlich auf Ihren Steuerberater verweisen. Das ist tatsächlich dann nicht so mein Expertisengebiet und noch dazu ist es eben auch, sind es steuerliche Angelegenheiten, da hat es dann auch was mit rechtlichen Gründen zu tun, dass das eben dann doch am besten ja, durch einen Steuerberater beantwortet wird. Damit bewegen wir uns auch schon raus aus dem Bereich Steuern und gegenüber zu ja, elektrischen Geräten, insbesondere hier mit Blick auf das Batteriegesetz. Da kann ich Ihnen schon versprechen, dass wenn Sie jetzt als Online-Händler nur als Verkäufer tätig sind, dann sind Sie hier erstmal gar nicht unmittelbar von oder gar nicht stark unmittelbar von betroffen. Es ist so, dass hier auch, das ist also, liegt auch schon etwas zurück zum 1. Januar 2020, ist das Batteriegesetz modernisiert worden, es ist umfassend geändert worden. Und diese Änderungen, die betreffen allerdings ganz besonders eben die Hersteller von Batterien beziehungsweise auch Online-Händler, die als Hersteller oder als Inverkehrbringer gelten. Ich habe das hier für Sie auf der Folie noch mal kurz aufgeführt, vielleicht zur Selbstüberprüfung, wann ich jetzt also als, wenn ich Online-Händler bin, wann ich möglicherweise auch als Hersteller gelte. Das kann nämlich schnell der Fall sein. Natürlich, wenn ich diese Batterien selbst herstelle. Ich würde mal mutmaßen, dass das wahrscheinlich niemand von Ihnen tut. Das ist ja jetzt auch chemisch kein so einfaches Unterfangen, auch wenn ich sie herstellen lasse, aber eben wenn ich sie auch importiere oder wenn ich Batterien vertreibe, die von Herstellern stammen, die nicht ordnungsgemäß registriert sind, dann
Eröffnet das also gesetzlich den Fall, dass man als quasi Hersteller gilt, auch Online-Händler können dann zu Herstellern werden. Was sich hier jetzt für die Hersteller oder für solche quasi Hersteller ändert, das ist im Wesentlichen die Registrierungspflicht. Sie kennen das vielleicht aus dem Verpackungsgesetz. Wenn Sie Verpackungen nutzen, in den Umlauf bringen, dann müssen Sie sich beim zentralen Verpackungsregister, bei der zentralen Stelle Verpackungsregister registrieren. Auch das ist auch so im Bereich der Batterien. Und diese Registrierungspflicht, die ändert sich jetzt eben, ne? Vorher gab es quasi eine Pflicht zur Anzeige der Marktteilnahme beim Umweltbundesamt. Und jetzt gibt es also eine echte Registrierungspflicht bei der Stiftung. Da muss man also entsprechend umgestellt haben. Gehen wir weiter mit dem zweiten B-Thema, nämlich Brexit. Wir haben es vermutlich mehr oder weniger verfolgt, wahrscheinlich auch abhängig davon, wie sehr Sie betroffen sind. Großbritannien ist ja schon Anfang letzten Jahres, Anfang 2020, aus der EU ausgetreten. Es gab dann erstmal diese Übergangsphase, die jetzt dann Ende letzten Jahres ja geendet ist. Es war die ganze Zeit nicht so richtig klar, was kommt dann. Ganz, ganz kurz vor Weihnachten hat man sich ja dann doch noch dazu durchringen können, also die EU und Großbritannien, dass man ein Austrittsabkommen schließt, beziehungsweise ein Freihandelsabkommen eben für die Zeit nach dieser Übergangsphase quasi ab jetzt. Rausgekommen sind dabei 1300 Seiten Abkommen. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich schon da drin geblättert und gelesen, aber ganz geschafft habe ich es dann doch auch noch nicht. Es lassen sich nichtsdestotrotz hier schon mal ein paar Punkte anbringen. Großbritannien gilt jetzt als Drittstaat. Ja, also es fallen viele Privilegien weg, die eben der Handel innerhalb der EU unter EU-Mitgliedstaaten mit sich bringt. Nichtsdestotrotz sorgt dieses Freihandelsabkommen dafür, dass wir also keine Zölle bzw. mengenmäßige Beschränkungen beim Handel mit der EU haben. Es kommt allerdings zu Zollformalitäten, also insbesondere eine Anmeldung kann dann notwendig sein. Wir haben dazu schon einige Informationen gesammelt. Da würde ich dann, wenn Sie da gerne mal nachlesen würden, können Sie das gerne auf onlinehändlernews.de machen, nach Brexit suchen. Mein Kollege Patrick Schweiger hat da schon ja, einige Sachen zu geschrieben und kommuniziert, dass man ungefähr weiß, was das jetzt für einen hier zu bedeuten hat. Ist ja ein relativ komplexes Thema. Was jetzt gilt, das ist allerdings auch noch nicht in Stein gemeißelt. Man wird also damit zu tun haben, dass sich das Handelsverhältnis zwischen der EU, also auch Deutschland und Großbritannien weiterhin verändern wird. Zurzeit ist es so, dass viele Regeln, die in Großbritannien gelten, dass sie natürlich noch aus der EU-Rechtsetzung entspringen. Die haben ja jetzt nicht mit dem Austritt dann vom einen auf den anderen Tag auch wieder komplett eigene Gesetze geschaffen. Das wird sich aber wohl in Zukunft noch so zeigen. Denn jetzt haben die Briten eben die Möglichkeit, hier dann wieder ihre eigenen Regeln auch abseits von EU-Richtlinien oder Verordnungen zu schaffen. Und es ist auch davon auszugehen, dass sie das tun. Das heißt, zum Beispiel was Produktvorschriften anbelangt, was Verbraucherschutz anbelangt oder auch was Produktkennzeichnung anbelangt, werden sich da die Regularien ändern. Das wird man also auch fortlaufend im Blick haben müssen, wenn man denn jetzt im aktiven Handel mit Großbritannien steht. Was jetzt schon klar ist, ist, dass das sogenannte CE-Zeichen, was ja in der EU für viele Produkte notwendig ist, dass das ersetzt werden wird durch das neue UKCA-Label. Da wird sich dann auch noch zeigen, auf welcher Basis man also dieses Label bekommen kann, für welche Produkte es überhaupt notwendig ist. Das kann man jetzt tatsächlich alles noch nicht so sagen, weil eben, naja, das Recht in Großbritannien jetzt nicht mehr durch die EU determiniert ist und sie jetzt also da dann wahrscheinlich in einigen Punkten auch ihre eigenen Gedanken verfolgen werden. Eine Sekunde. Ein Punkt, der hier vielleicht auch noch relevant ist, ich weiß nicht, ob es Betroffene gibt. Es war ja eine Zeit lang ganz en vogue, dass man sich quasi eine Limite zugelegt hat als Gesellschaft hinter dem Online-Handel. Das war relativ einfach, so eine Limite dann irgendwann zu gründen.
Und mittlerweile gibt es ja in Deutschland ein adäquates Modell, die UG haftungsbeschränkt, sodass der Trend zur Limited sehr zurückgegangen ist. Wer jetzt eine Limited noch hat, der sollte sich wahrscheinlich jetzt dringlichst mal umorientieren, denn es ist so, dass eben mit diesem Austritt jetzt die Limiteds, die nach britischem Recht ja fungieren und auch geschaffen wurden, in Deutschland nicht mehr ohne weiteres anerkannt werden. Es gibt tatsächlich immer noch die Möglichkeit, mit einer Limited zu arbeiten. Die muss dann aber eben entsprechend in Malta zum Beispiel angemeldet werden. Ob das eine gute Idee ist, das muss man jetzt für sich selbst wissen. Ganz einfach ist es wahrscheinlich nicht, auch weil man dann eben das entsprechende ausländische Recht berücksichtigen muss. Wenn es dann noch Fragen gibt, warum das so ist, kann ich das im Anschluss gerne auch nochmal erläutern. Nächster großer Punkt, Energielabels, also großer Punkt für diejenigen, die mit Elektrogeräten handeln. Kommt auch einiges auf uns zu. Die EU hat also einige neue Energielabel quasi entworfen. Eins davon sehen Sie hier auf der Folie schon mal oben, auch mit einem kleinen QR-Code. Das ist eines der Elemente, was neu ist. Neu ist auch, dass also die Energieverbrauchsklassen jetzt auch wieder nur noch von A bis G gehen. Das heißt, diese Klassen A+, A++, A++++, Entschuldigung, die wird man jetzt dann ab den jeweiligen Stichtagen auf den Geräten nicht mehr finden. Was hat das für einen Hintergrund? Naja, also die Energieeffizienz von Geräten, die entwickelt sich immer weiter. Und die alte Klassifizierung, die war eben an bestimmte Verbrauchskennwerte angelehnt. Die Geräte sind irgendwann effizienter geworden, wodurch man quasi dann nachträglich diese Skala nach oben hin erweitert hat. Und jetzt wurden diese Bereiche der jeweiligen Klassen, die wurden halt erneuert. Ich bin mal gespannt, muss ich tatsächlich sagen, was das für eine Auswirkung am Ende haben wird, denn Online-Händler sollten oder generell der Handel sollte sich wahrscheinlich schon mal damit bekannt machen, dass es zu Situationen kommen wird, in denen Verbraucher wahrscheinlich skeptisch reagieren. Denn Geräte, die jetzt eben zum Beispiel in der Klasse A++ auftauchen, die können zukünftig mitunter in die Klasse E fallen. Ja, also ein Gerät, was jetzt zurzeit sehr energieeffizient aussieht, sieht dann schon deutlich, deutlich uneffizienter aus. Da muss man mal gucken, ob das praktische Auswirkungen hat. Wo es auf jeden Fall praktische Auswirkungen gibt, ist natürlich die Darstellung dieser Labels. Hier gibt es zwei Stichtage zusammengefasst, nämlich einmal den ersten Stichtag, den 1. März 2021. Das gilt für Haushaltswaschmaschinen und Trockner, Haushaltskühlgeräte, kommerzielle Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion, Haushaltsgeschirrspüler und elektronische Displays. Hier müssen also dann zu diesem Punkt die Labels umgestellt werden. Es gibt dann noch einen Übergangszeitraum, da komme ich, glaube ich, auf der nächsten Folie nochmal zu. Und im September gibt es dann den Stichtag für die Leuchtmittel. Hier haben dann hat man dann etwas mehr Zeit. Hier ist nämlich die Umstellfrist mit 18 Monaten, nicht mit 2 Wochen bemessen. Das liegt daran, offenbar, zumindest hat sich der Gesetzgeber das gedacht, dass ja, im Bereich Lampen und Leuchten diese Energieverbrauchskennzeichnung oftmals auf die Produkte aufgedruckt sind, nicht nur aufgeklebt, sodass eben hier dann eben entsprechende Umstellnotwendigkeiten noch entstehen und das alles etwas komplexer ist. Wichtig ist, dass man diese Labels, wie es auch jetzt schon ist, eben nicht nur auf dem Produkt darstellt, wie es jetzt zum Beispiel ein Händler vor Ort im Laden macht. Der hat ja dann zum Beispiel einen kleinen Aufsteller vorne am Beispiel Produkt stehen, sondern dass man das als Online-Händler, Online-Händlerin insbesondere auf den Produktdetailseiten auch darstellt. Das ist ganz wichtig. Ein Austausch physischer Waren, das habe ich an physisch ausgestellt waren, das habe ich gerade schon erwähnt. Auch in der bloßen Werbung müssen diese Energiekennzeichnungen dargestellt werden. Da gibt es allerdings beschränkte Darstellungsmöglichkeiten und auch entsprechend eine kleinere Darstellungsversion. Das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Es ist so, dass viele Hersteller jetzt bereits ihren Produkten, die sie dann an Händler weiterschicken zum Verkauf, mit den neuen Labels ausstatten. Die dürfen aber noch nicht dargestellt werden. Das darf man also tatsächlich erst ab dem Tag machen, ab dem jeweiligen Stichtag, die ich eben gerade schon genannt habe. Vorher ist das
ausdrücklich nicht erlaubt. Da sind die EU-Richtlinien relativ klar, die Verordnung, Entschuldigung. Genau der Punkt, was ich gerade schon sagte, Hersteller müssen diese Label auch physisch und digital zur Verfügung stellen. Grundsätzlich im Zeitraum von 4 Monaten vor dem Stichtag, also was jetzt die erste Warengruppe anbelangt, da wäre das jetzt schon der Fall, dass also die Hersteller entsprechende Labels mitliefern müssten. Händler haben auch einen Anspruch darauf. Allerdings werden sie dann auch darauf vertröstet, dass sie dann irgendwie nachfragen müssen, wenn der Hersteller sich eben nicht von selbst bereit zeigt und diese Label schickt, muss man sich also nochmal an diesen wenden und ihn darum bitten, dass doch diese Labels bitte kommen. Die Besonderheit bei Lichtbär mit dem Übergangszeitraum, den habe ich hier gerade schon angesprochen. Wir werden das Ganze auch bei uns nochmal ein bisschen aufbereiten und vielleicht den einen oder anderen Leitfaden dazu erstellen. Können Sie dann gerne also in der Zukunft mal bei uns schauen. Onlinehändlernews.de hatte ich ja gerade schon gesagt. So, das neue Verbraucherrecht. Von dem neuen Verbraucherrecht kann man hier eigentlich gar nicht sprechen, weil es sehr viele einzelne Regelungen sind. Ich gehe das jetzt schon mal mit Ihnen hier durch. Wie gesagt, es ist so, dass es größtenteils so ist, dass diese Regelungen Anfang 2022 in Kraft treten, aber sie sind eben doch sehr umfangreich und sehr ausschlaggebend. Das werden wir jetzt sehen. Deswegen bereite ich Sie schon mal vorsichtig darauf vor. Ja, das erste Gesetz, was hier geschaffen wird, nicht geändert wird, was hier tatsächlich neu geschaffen wird, ist das Faire Verbraucherverträge-Gesetz. Das ist nichts, was irgendwo auf EU-Richtlinien zumindest nicht insgesamt beruht, sondern das ist tatsächlich eher im Alleingang Deutschlands entschieden, dass man also einige Bereiche hier mal neu regeln möchte. Ich habe hier ein paar Eckpunkte für Sie mal zitiert. Wir haben also zum Beispiel die Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht für Einwilligungen in Telefonwerbung für 5 Jahre. Man mag sich jetzt denken, okay, warum brauche ich hier diese Pflicht? Wenn ich für irgendwas eine Einwilligung einholen muss, muss ich diese Einwilligung im eigenen Interesse, um sie ja nachweisen zu können, ohnehin speichern. Hier ist es tatsächlich so, dass das Ganze der effektiven Sanktionierung dienen soll, weil Behörden nämlich so auch die Möglichkeit haben, diese Einwilligung quasi abzurufen. Und die muss man dann auch entsprechend vorweisen, ansonsten kann es hier Probleme geben. Der nächste Punkt, Abtretungsverbote für Geldforderungen in AGB werden unwirksam. Die Regelung ist dann en Detail noch etwas ausziselierter. Prinzipiell geht es darum, Sie kennen vielleicht diese Anbieter, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Flug gebucht haben, das kommt zurzeit vielleicht nicht so häufig vor, und der fliegt nicht, dann haben Sie einen Anspruch auf Schadensersatz beziehungsweise auf eine Entschädigung. Und diesen Anspruch, den Sie darauf haben, den können Sie abtreten, nämlich an irgendeinen Dienstleister, der dann quasi das für Sie eintreibt und dann entsprechend eine kleine Provision behält. Das haben viele Anbieter, nicht nur aus dem Bereich Flugreisen, in ihren AGB bisher verboten, was das jetzt insbesondere für Verbraucher dann manchmal schwierig gemacht hat, die Rechte dort durchzusetzen. Und das wird halt zukünftig deutlich eingeschränkt, sodass man hier also entsprechende Ansprüche, die man jetzt gegenüber einem Anbieter, zum Beispiel einem Flugreiseanbieter hätte, eben an Unternehmen abtreten kann oder an irgendwelche anderen Personen, die diese Ansprüche dann wahrnehmen. Das kann AGB-mäßig nicht mehr so einfach ausgeschlossen werden. Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen ist auch ein Punkt, der neu geregelt wird, den ich persönlich auch selbst interessant finde. Dauerschuldverhältnis klingt jetzt erstmal sperrig. Es geht im Prinzip darum, um Handyverträge zum Beispiel. Und da werden die Anbieter jetzt zum Beispiel verpflichtet, auch Verträge anzubieten, die nur ein Jahr Laufzeit haben. Das gilt allerdings, also das gilt an sich schon so. Entschuldigung, ich muss mich kurz sammeln. Das gilt also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gilt das noch nicht. Es wird dann zukünftig gelten. Es ist allerdings so, dass der Gesetzgeber dann hier bei diesen Verträgen, die nur ein Jahr laufen, tatsächlich bis zu 25% Mehrkosten auf den Monat durchschnittlich gerechnet gestattet. Wir haben neue Bedingungen auch für automatische Vertragsverlängerungen. Das heißt, wenn sich der Vertrag, der kann sich zukünftig nicht mehr um 2 Jahre verlängern, sondern nur noch maximal 12 Monate, ein Jahr. Es muss tatsächlich auch ein rechtzeitiger Hinweis auf eine Kündigungsmöglichkeit erfolgen vom Anbieter und die Kündigungs
Frist, die sinkt auch. Und letztlich haben wir hier noch eine Regelung. Ich habe sie hier noch mit drin, wobei sie meines Erachtens obsolet geworden ist. Es ist ja so, dass das deutsche Gesetz eine Regelung bereithält für die Gewährleistung bei gebrauchten Waren. Der EuGH hatte vor einigen Jahren bereits festgestellt, dass diese Regelung so nicht EU-rechtskonform ist. Der deutsche Gesetzgeber wollte das jetzt hier im Faire Verbraucherverträge-Gesetz anpassen, sich also an dieser Rechtsprechung orientieren. Allerdings ist es so, dass mittlerweile die EU, das sehen wir dann gleich, wieder umgesattet ist, sodass diese Anpassung, die hier noch geplant ist, die auch jetzt in einem Entwurf von kurz nach Weihnachten auftauchte, sowohl meine Schätzung nicht durchgesetzt werden wird oder zumindest vorübergehend. Man weiß noch nicht ganz genau, wann dieses Gesetz hier überhaupt in Kraft tritt, weil das Gesetz, der Gesetzgebungsprozess noch relativ am Anfang ist. So, nächster Punkt. Jetzt kommen wir ins EU-Recht. Das ist die sogenannte Omnibus-Richtlinie. Die stammt also aus der EU, nimmt Änderungen an relativ vielen Richtlinien vor. Habe ich hier einmal aufgeführt. Die Verbraucherrechte-Richtlinie, die Preisangaben-Richtlinie, die unlautere Geschäftspraktiken-Richtlinie und die sogenannte Klausel-Richtlinie, die zum Beispiel AGB-Recht betrifft. Was sich hier genau jetzt in Deutschland ändern wird, wie sich diese Änderungen gestalten, das kann man noch nicht so ganz klar sagen. Denn diese Richtlinien, die müssen eben von Deutschland umgesetzt werden. Und da hat Deutschland also durchaus etwas Spielraum bei der Umsetzung. Ich habe Ihnen hier ein paar Eckpunkte einmal notiert. Also die ganz große Errungenschaft ist sicherlich, dass die Faxnummer keine Pflichtangabe in der Widerrufsbelehrung und im Widerrufsformular ist. Bisher muss man die ja durchaus angeben, wenn man eine hat. Es gibt wird zukünftig Bußgelder geben, wenn Verbraucherinteressen verletzt werden mit einem gewissen grenzüberschreitenden Bezug. Da werden wir dann auch noch drüber informieren. Da kann ich jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist auch so, dass, naja, bisher ist es so, wenn Sie sich jetzt unlauter verhalten, dann können Sie durch Mitbewerber zum Beispiel oder durch Verbände abgemahnt werden. Künftig ist es also auch möglich, dass Verbraucher hier einen Schadensersatz einfordern können, wenn sie denn durch das entsprechende unlautere Halten geschädigt werden. Es wird eine Hinweispflicht auf personalisierte Preise geben, eine neue Regel für Streichpreise, bestimmte Informationspflichten, was das Ranking auf Marktplätzen anbelangt, den Umgang mit Kundenbewertung und letztlich auch die sogenannte Nutella-Klausel. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Das Waren, also dass eine Ware je nach Region innerhalb der EU, wo sie verkauft wird, in unterschiedlichen Qualitäten angeboten wird. Auch das ist zukünftig nicht mehr erlaubt. Dann haben wir hier die Warenkaufrichtlinie und die digitale Inhalte-Richtlinie. Sie merken, es ist sehr viel EU-Recht. Die ersetzen die alte Verbrauchsgüterkaufrichtlinie zum 1. Januar 2020, nächstes Jahr also. Und hier kommen also eigentlich ja zwei Bereiche auf uns zu. Einmal innerhalb der digitalen Inhalte- und Dienste-Richtlinie. Dass eben digitale Inhalte, es werden neue Gewährleistungsrechte und Pflichten geschaffen, die also unabhängig davon gelten, ob jetzt dort eine digitale, ein digitaler Inhalt gekauft wurde oder ob da ein anderes Vertragsverhältnis hintersteht. Das gilt im Übrigen dann auch, wenn man gar nicht mit Geld für diese Dienstleistung bezahlt, sondern mit Daten, also zum Beispiel in sozialen Netzwerken, dass man da also gewisse Ansprüche hat, und da eben nicht Geld geflossen sein muss, um diese Ansprüche zu haben. Die Warenkaufrichtlinie, die regelt dann im Bereich des Gewährleistungsrechts vor allem ganz viel neu. Hier ist es dann eben auch so, dass diese Verjährungsfrist bei gebrauchten Waren verkürzt wird. Das ist der Punkt, den ich eben schon mal angesprochen hatte, wo Deutschland, ja, wo die EU der deutschen Anpassung jetzt eigentlich vorgreift und diese Anpassung obsolet macht. Dennoch wird es hier neu geregelt, anders geregelt und ich denke mal, dass das am Ende auch die Regel ist, die sich durchsetzen wird. Es ist auch so, dass zum Beispiel die Beweislastumkehr generell jetzt auf ein Jahr angehoben wird. Bisher war das ein halbes Jahr. Deutschland hatte da nicht viel Möglichkeiten, das hat die EU-Richtlinie so vorgegeben.
Auch was Informationspflichten hinsichtlich Garantien anbelangt, wird es hier zu einigen Änderungen kommen. Deutschland muss das Ganze oder diese beiden Richtlinien bis zum 1. Juli 2021 umsetzen. Es ist auch möglich, also angewandt wird es dann eigentlich erst ab 2022. Es ist möglich, dass Deutschland sich vielleicht entscheidet, das auch vorher zu machen. Aber ich bleibe da in meiner Einschätzung auch bei dem möglich. Ich denke nicht, dass das passieren wird vorher. Nichtsdestotrotz hat man so schon mal etwas Zeit, sich darauf einzustellen. Damit kommen wir jetzt auch schon, naja, bald zum Ende. Wir gucken jetzt nochmal schnell auf Datenschutz. Da ist ja jetzt in der letzten Zeit relativ viel passiert. Wir hatten insbesondere das Cookie-Urteil oder die Cookie-Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs, die uns im Wesentlichen gesagt haben, wenn wir es mit Marketing-Cookies zu tun haben oder dergleichen, dann müssen wir eine aktive Einwilligung einholen. Mit diesen bloßen Hinweis-Cookie-Bannern funktioniert das so nicht mehr. Und eigentlich war der Ausblick so, dass man sich jetzt, dass man gehofft hat auf die E-Privacy-Verordnung, die nämlich das eigentlich neu regeln soll. Die sollte ursprünglich mit der DSGVO in Kraft treten, hat es aber nicht getan, weil man sich nicht einigt wird am Ende eigentlich, wie man das gestalten möchte. Sie wäre also in der Lage, hier neue Regeln für die Verwendung von Cookies und ähnlichen Prinzipien zu schaffen. Mein Stand ist, dass es wohl, ich habe hier Mitte 2019 notiert, aber richtig wäre 2020. Dafür entschuldige ich mich kurz an dieser Stelle. Man hat also mehrere Versuche gestartet, da irgendwie diese Richtlinie voranzubringen, das Gesetzgebungsverfahren. Aber das ist bisher tatsächlich gescheitert, weil sich die verschiedenen Interessengruppen nicht einig werden. Deutschland startet insofern einen Alleingang mit dem TTDSG oder schafft damit, will damit eine Übergangsregelung schaffen. Will sehr viele Datenschutzaspekte, die jetzt nicht nur die DSGVO betreffen, sondern generell zum Beispiel Telemedien, vereinheitlichen in diesem Gesetz, unter anderem auch den Umgang mit Cookies. Ich habe diese Folie hier jetzt ganz jung nochmal aktualisiert, weil es vor ein paar Tagen ja einen neuen Entwurf des Gesetzes, dieses TTDSG, gab. Man will sich da weitgehend eigentlich jetzt an dem europäischen Zustand orientieren. Das heißt, es wird sich an dieser Einwilligungspflicht nichts ändern. Ganz im Gegenteil, man hat jetzt in diesem Entwurf den Wortlaut nochmal ganz stark angepasst an die EU-Richtlinie, an die sogenannte Cookie-Richtlinie, die eigentlich erst Ausschlaggeber für diese ganze Änderung war. Wir haben dann noch ein paar andere Punkte drin, die geregelt werden. Den Missbrauch von Kommunikationsdaten zum Beispiel, wie Geräte geschaffen sein müssen, damit sie nicht als unzulässige Sendeeinrichtung gelten, mit der quasi abgehört werden kann. Das betrifft zum Beispiel Smart Speaker und Ähnliches. Und auch den Umgang mit Standortdaten, der wird dort auch neu geregelt. Wie gesagt, der Entwurf ist jetzt noch ganz jung, da muss ich mich dann jetzt dann auch noch mal einlesen, was uns das alles so zu sagen hat, was das für uns bedeutet. So. Jetzt kommen noch ganz kurz zwei BGH-Entscheidungen und dann sind wir am Ende. Ich sehe gerade hier die Überschrift, die ist leider nicht ganz korrekt, aber wir wissen trotzdem gleich, worum es geht, nämlich um die Pflichten von Online-Händlern hinsichtlich einer Herstellergarantie. Der Knackpunkt ist ja hier immer, inwiefern man jetzt als Online-Händler darüber informieren muss. Der rechtliche Zustand, den wir zurzeit haben, der ist von Urteilen geprägt, die in völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Es wird sich jetzt wahrscheinlich klären mit diesem BGH-Urteil, was hier am 11. Februar, also in einigen Tagen schon verkündet werden soll. Es gab hier also den Fall, dass ein Händler auf einer großen Plattform tätig war und dort bei einem Produkt ein Produktdatenblatt verlinkt hat. Das war also auf der Seite des Herstellers. Und in diesem Produktdatenblatt, da hat der Hersteller Angaben zu seiner Herstellergarantie gemacht, die wiederum aber nicht vollständig waren, nicht den rechtlichen Vorgaben entsprachen. Und nun geht es hier also um die Frage, inwiefern das jetzt dem Händler zurechenbar ist. Ja. Da wird sich also, können wir gespannt drauf sein, weil gerade diejenigen, die Händlerinnen und Händler, die also Produkte verkaufen, wo eine Garantie mit dabei ist,
Die kennen die Problematik vielleicht auch, dass es immer mit der Darstellung der Garantiebedingungen nicht so ganz einfach ist, dass es eben nicht reicht, einfach nur hinzuschreiben, 2 Jahre Garantie und gut ist, sondern man muss auch wissen, ja, von wem kommt die Garantie, was muss man für Bedingungen erfüllen als Inanspruchnehmer der Garantie. Und das, denke ich, wird hier also auf jeden Fall Klärung bringen. Mal sehen, wie es ausfällt. Das lässt sich bisher tatsächlich noch nicht so richtig erahnen, finde ich. Und ein zweites Urteil betrifft Zahlungsmethoden. Hier ist es ja so, ich habe hier diesen einen Paragraphen mal auszugsweise für Sie zitiert, 270a BGB. Es ist so, dass wenn ich die SEPA-Basislastschrift benutze oder eine SEPA-Überweisung oder mit Zahlungskarte zahle, mit bestimmten Zahlungskarten, dann darf ich dafür kein Entgelt verlangen. Das ist dieses sogenannte Surcharging-Verbot, was aus der PSD2 Richtlinie der EU resultiert. Das soll uns alles gar nicht beschäftigen. Es geht nämlich jetzt um die Frage, wie ist denn die Situation, wenn ich zum Beispiel PayPal benutze oder Sofortüberweisung? Gilt da dieses Verbot ja, des Entgelts für die Nutzung dieses Zahlungsmittels auch? Es war so, dass hier ein Anbieter von Fernbusreisen, der erhebt dafür ein Entgelt und der BGH wird am 25. März sein Urteil verkünden, was er denn davon hält, was prinzipiell auch Auswirkungen auf den Onlinehandel haben kann. Wenn der jetzt natürlich sagt, na, das ist alles überhaupt kein Problem, dann würde es Onlinehändlern unter Umständen, je nachdem, was er genau sagt, ja, möglich sein, eben auch für PayPal und Sofortüberweisung Gebühren zu verlangen. Da kann man jetzt aber bisher nur spekulieren, wird man sehen, was sich ergibt. Wie gesagt, am 25. März ist es soweit. So, damit haben wir uns einige Punkte angeguckt. Ich hoffe, es war für Sie was Interessantes dabei. Sie konnten ein bisschen was mitnehmen und hier zum Anschluss bin ich ganz offen für Fragen, Kritik, Anregungen, was immer Sie möchten. Ja, Melvin, ich danke dir. Kritik wird wohl weniger kommen, da ganz, ganz viele Sachen bei waren, von denen, glaube ich, die wenigsten Händler, und ich schließe mich damit ein, obwohl ich kein Händler bin, einfach keine Ahnung haben. Und wovon ich keine Ahnung habe, was ich nicht wirklich allumfassend verstehe, an dem kann ich auch keine Kritik üben. Von daher, Kritik wird es nicht geben. Aber du hast recht, es sind tatsächlich ein paar Fragen eingegangen, auf die ich jetzt mit dir auch nochmal ein bisschen eingehen wollen würde. Fangen wir einfach mal an. Du hattest begonnen, die Mehrwertsteuerumstellung nochmal aufzugreifen und darauf hinzuweisen, dass wir jetzt wieder von 16 auf 19 beziehungsweise von 5 auf 7 gehen. Und da ist die Frage aufgekommen, die ich übrigens auch mehrfach gelesen habe. Wie ist denn das jetzt bei Teillieferungen? Also wenn ich jetzt den ersten Teil der Lieferung in 2020 vollzogen habe, der zweite Teil jetzt in 2021, die Rechnung aber erst in 2021 erstelle und jetzt kommt das Lieferdatum und Leistungsdatum. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen? Ja, verstehe ich. Das ist ein komplexes Thema, wo auch, also da habe ich nur Basiswissen, was ich aber gerne wiedergebe. Man darf sich dann nicht verwirren lassen, weil auch ich immer mal, wenn ich mich ein bisschen umgeguckt habe, tatsächlich auf sehr irreführende bis falsche Angaben im Internet gestoßen bin. Ausschlaggebend ist nämlich nicht also ist in jedem Fall nicht der Zeitpunkt, wann die Rechnung gestellt wird, sondern auf was es immer ankommt, im Onlinehandel, wenn eine Ware versendet wird, ist der Zeitpunkt der Lieferung. Das steht irgendwo im Umsatzsteuergesetz, ich glaube, Paragraph 3, Absatz 6 oder so, ein ganz kurzer Abschnitt darüber. Und das ist also der Punkt, auf den es ankommt. Ich muss sagen, dass ich jetzt gerade im Hinblick auf Teillieferung keine pauschale Aussage treffen kann. Was ich weiß und was auch diese Frage war auch relativ häufig, vielleicht hilft das ja auch schon weiter, ist, wenn es also um Teilzahlungen geht, dann ist es ganz am Ende so, dass dann der Zeitpunkt eben der Lieferung trotzdem ausschlaggebend bleibt. Das heißt, auch wenn jetzt zum Beispiel eine Rechnung teilweise schon in 2020 bezahlt wurde, dann zu einem Rest jetzt aber erst in 2021 und auch dann erst die Ware geliefert wird, ausschlaggebend ist hier also dann der Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur oder an den Lieferanten, nicht der Zeitpunkt, wo es beim Empfänger ankommt.
dann ist das der Zeitpunkt, auf den abgestellt wird. Es kommt mitunter vor, dass Rechnungen dann zum Beispiel schon im Jahr, Teilrechnung im Jahr 2020, schon mit dem neuen Steuersatz ausgestellt wurden, was dann Verwunderung ausgelöst hat, was allerdings am Ende richtig ist bei anderen Rechnungen, wo dann die Lieferung erst 2021 erfolgt, die Rechnung oder die Teilrechnung dann aber mit dem niedrigen Steuersatz erstellt wurde, die müssen dann in der Regel korrigiert werden. Aber auch hier muss ich tatsächlich, also dann zur konkreten Frage, wie das mit Teillieferungen ist, da kommt es auf dann verschiedene Punkte an und da muss ich tatsächlich passen jetzt zu diesem Zeitpunkt und würde dann nochmal auf den Steuerberater verweisen, der da wirklich der richtige, verlässliche Ansprechpartner ist. Ja. Okay, das sei, du hast es vorhin schon mal einmal angesprochen, das sei aber auch an dieser Stelle nochmal erwähnt, gerade im Hinblick auf die jetzt noch folgenden Fragen. Wir haben natürlich von JTL genauso wenig wie ihr vom Händlerbund auch nur im Ansatz irgendeine steuerrechtliche Funktion und dürfen auch überhaupt nicht steuerrechtlich beratend tätig werden. Man kann immer nur sagen, es könnte, es hätte, es würde, es sollte. Wenn Sie wirklich fixe Aussagen, gerade auch für Ihr Business haben wollen, auch an dieser Stelle von mir nochmal der Hinweis, bitte wenden Sie sich da dann an Ihren Steuerberater. Na klar kann man hier sagen, laut Auslegung des Gesetzes, der Verordnung, der Richtlinie, kann man es so deuten, was dann aber tatsächlich für Sie gilt im expliziten und individuellen Fall, das kann Ihnen Ihr Steuerberater dann viel, viel besser auch sagen. Anknüpfend daran, wo wir gerade bei dem Thema waren, gehen wir doch einfach noch mal kurz auf die OOS ein. Du hattest es angesprochen, dass es diese Stelle geben wird, beziehungsweise sogar schon gibt. Ob sie umgesetzt wird, in dem Sinne schon weiß auch keiner so genau. Aber soll diese Stelle denn auch für verbrauchssteuerpflichtige Waren gelten? Oh, das kann ich, also tut mir leid, aber das kann ich tatsächlich gerade auch nicht sagen. Also Verbrauchssteuer, das sind ja, können ja dann jetzt auch unterschiedliche Steuerarten und Gattungen sein. Meines Wissens bezieht sich das auf die Mehrwertsteuer, wie das jetzt in den übrigen Bereichen ist. Auch das ist leider so eine typische Steuerberatersache am Ende. Da kann ich jetzt auch nichts präsentieren, tut mir leid. Okay. Wie sieht's aus bei der Anpassung der Lieferschwellen? Wir hatten ja von 10.000 Euro gehört, gerade bei dir. Und wird dann trotzdem darauf zu achten sein, welche Steuersätze in dem jeweiligen Land gelten? Also da geht es, denke ich, in der Frage unterm Strich nachher um die tatsächliche Berechnung der 10.000 Euro Lieferschwelle, auf welcher Basis die dann stattfinden wird. Gibt es da schon Details? Da gibt es sicherlich Details. Aber das ist, also ich merke schon, dass der Bedarf da ist, aber dieser das war auch für mich ein Ausflug hier ins Steuerrecht. Also da müsste man dann, da würde ich leider Gottes wieder wirklich an den Steuerberatern an eine Fachkraft in dem Bereich einfach auch verweisen. Das ist ein anspruchsvolles Thema und da möchte ich mich dann auch ungerne mit Halbwissen aus dem Fenster lehnen. Einfach, ne? Es hängt halt auch eine Menge dran bei den Händlern. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber ich sehe es genauso wie du und ich lese es an dieser Stelle auch noch. Es gibt viele Fragen in diese Richtung, gerade auch was diese neue Lieferschwellenrechnung angeht. Und ich habe mir das gerade noch mal zusätzlich notiert. Ich werde mal schauen, ob man da vielleicht auch, vielleicht noch mal in einer Art Blogbeitrag oder sowas dieses Thema aufgreifen kann, gerade wenn es dann auch akut wird. Denn es sind wirklich reichlich Fragen dazu. Eine Frage, die wahrscheinlich auch bisher schwierig zu beantworten sein wird, ist die Frage, wenn diese 10.000 Euro Lieferschwelle nun gesetzt wird. 1. Juli war da meiner Meinung nach der Stichtag. Gelten diese 10.000 Euro dann bis zum Dezember oder sind die auf 12 Monate nachher berechnet? Ne? Also läuft das von Juli zu Juli? Das sind natürlich alles Fragen, die den Händlern auf der Leber brennen. Verständlicherweise, weil es ja doch eine Menge ändert. Ne? Ich glaube, wir werden gerade dieses Thema Lieferschwellen für Sie, liebe Teilnehmer, auch tatsächlich noch mal ein bisschen aufbereiten, mitnehmen und mit tiefergehenden Informationen anreichern, werden uns da die Informationen dann von den Profis holen. Melvin hat es vorhin gesagt, das Steuerrecht ist halt
nicht einfach, ja, und immer sehr, sehr individuell zu betrachten, auf jedes Business zu legen. Von daher sehen Sie es uns nach, dass wir da keine falschen Hoffnungen schüren wollen, aber eben auch keine falschen Informationen weitergeben wollen. Das hilft weder Ihnen, noch haben wir da ein gutes Gewissen mit. Das muss halt nicht sein, ne? Genau. Genau. Eine Frage, die aber vielleicht nochmal in eine ganz andere Richtung geht, die auch tatsächlich interessant ist und auch schon in vieler Munde und vieler Presse, ja, ich will nicht sagen breitgetreten wurde, weil es doch ein sehr, sehr sinnvolles EU-Verbot ist. Hast du Informationen zum Thema EU-Verbot zum Verkauf von Einweggeschirr, Trinkhalmen, Taschen aus Plastik? Ja, das kommt auf jeden Fall. Ich kann dazu jetzt gerade keine konkreten Daten nennen. Ich weiß aber, dass es einen Übergangszeitraum geben wird, der also nochmal mit einigen Monaten bemessen war, was eben den Abverkauf von Altbeständen anbelangt. Wenn das jetzt, wenn diese Frage hier von mehreren oder von einer Person gestellt wurde, es gibt im Anschluss nochmal die Möglichkeit, an einer Umfrage hier teilzunehmen. Also auch da freue ich mich gerne über negatives Lob oder über negative Kritik freue ich mich auch. Ich höre sie gerne, wenn ich mich dadurch ein bisschen weiterentwickeln kann. Aber da gibt es eben auch die Möglichkeit, ein kleines Häkchen zu setzen, wenn Sie also jetzt nochmal vom Händlerbund kontaktiert werden wollen. Sie können Ihre Telefonnummer, auch gerne Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Dann könnte ich Ihnen da gerne nochmal Informationen zuschicken. Ja. Ja, genau, an dieser Stelle der Hinweis, sehr, sehr gut. Gerade dieses EU-Verbot zum Verkauf von Einwegbechern und so weiter wird natürlich auch tiefgreifende Einschnitte, Eingriffe auch haben in unsere Gesellschaft. Keine schlechten, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Meine persönliche Meinung, ich glaube, je mehr Plastik aus den jeweiligen Produkt, ja, Ranges, Einweggeschirr oder so weiter, Trinkhalme, Taschen verschwindet, umso besser ist es gerade auch für unsere Kinder. Schauen wir noch mal ein Stück weiter bezüglich OSS, ob es von JTL da ja im großen Guide von uns oder Updates für den Shop war, wie DATEV und so weiter geben wird. Der Teilnehmer ist zwar an dieser Stelle nicht mehr da, aber auch wir werden bestimmt an der einen oder anderen Stelle, wie zum Beispiel dem Guide, das Thema nochmal aufgreifen, eben weil ich gerade auch hier heute von Ihnen ja reflektiert bekommen habe, dass das ein sehr, sehr brennendes Thema ist, ganz klar. Und da wollen wir natürlich auch unsere Händler, unsere Kunden informieren und ihnen da ja ein Stück weit die Sicherheit geben, die wir ausstrahlen können. Nochmal der Hinweis, ich habe es vorhin schon eingehend und der Melvin auch gesagt, nachher auf Ihr Business umzulegen, ist es nur tatsächlich durch eine Steuerberatertätigkeit, die wir nicht ja, übernehmen können. Eine letzte Frage vielleicht noch, die ja euer Kerngebiet ja auch ein Stück weit mit aufgreift, Melvin. Wie kann ich denn meine Datenschutzerklärung auf Rechtssicherheit überprüfen lassen? Also das geht natürlich bei uns zum Beispiel, ne? Also am Ende, also erstmal stellt sich natürlich die Frage, wo kommt die Datenschutzerklärung her? Jeder, also bei uns zum Beispiel, wenn man bei uns jetzt Mitglied wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, den Shop einmal überprüfen zu lassen. Die Datenschutzerklärung wird da dann wahrscheinlich kein ganz großer Bestandteil sein, weil sie ja dann auch von uns erstellt worden ist, anhand des individuellen Falls. Wenn das nicht der Fall ist, kommt ja, also es werden ja, weiß ich, werden ja auch immer mal Rechtstexte genutzt, die aus diesen, naja, wie nennt sich das nochmal, ja, diese Programme oder was man eben online machen kann, dass man ein paar Fragen ausfüllt und dann bekommt man dort also dann eben einen mehr oder weniger stimmigen Vertrag. Rechtstext, tut mir leid. Man kann sie überprüfen lassen beim Rechtsanwalt, ne? Ich weiß nicht, was das am Ende dann für einen Unterschied macht zu dem Fall, dass man sich gleich einen Rechtstext dort erstellen lässt, ne? Also kostenmäßig zum Beispiel. Prinzipiell haben auch wir da zum Beispiel Partner an der Hand, wenn jetzt also die Rechtstexte nicht von uns stammen, eine Kanzlei, die das also unproblematisch prüfen lassen kann. Ansonsten
wird es wahrscheinlich eng, denn jeder andere, der jetzt keine ausgebildete Fachkraft im juristischen Bereich ist, kann das wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut beurteilen. Es kann hilfreich sein, wenn man vielleicht schon mal einen Audit macht bei irgendeinem externen Datenschutzbeauftragten, wobei da dann natürlich auch fraglich ist, inwiefern er das darf, denn prinzipiell sind solche Leistungen Rechtsanwälten vorbehalten, so wie zum Beispiel steuerliche Beratung eben Steuerberatern vorbehalten ist. Da kann man tatsächlich berufsrechtliche Probleme bekommen, wenn man es dann doch macht, in einem Umfang, der nicht in Ordnung ist. Und ja, da würde ich mich im Zweifel einfach an den Rechtsanwalt wenden, ja. Ja, grundsätzlich ist es ja auch der Fall, dass gerade auch Datenschutzerklärung dann wieder recht individuell ausfällt, ne, in der Ausgestaltung, weil es eben auch darauf ankommt, wie Sie mit den Daten Ihrer Kunden oder mit den datenschutzberechtigten Daten eben umgehen in Ihrem Unternehmen. Auch da sind halt wie bei so vielen rechtlichen Aspekten pauschale Aussagen eigentlich ja nicht sinnvoll, ne? Möglich vielleicht Ja. schon, aber nicht sinnvoll, ne? Zwei Genau. Indizien, die ich vielleicht noch nennen kann, die jetzt jüngerer Geschichte sind und die dann immer noch mal gerne jetzt in Datenschutzerklärungen auftauchen, es aber eigentlich nicht mehr sollten, sind eben die Punkte, dass zum Beispiel für Google Analytics, dass das Ganze mit einem berechtigten Interesse gerechtfertigt wird, dass dort also entsprechende Cookies zum Beispiel gesetzt werden. Das muss eine Einwilligung sein, seit der BGH entsprechend geurteilt hat. Wenn man da also eben noch auf das berechtigte Interesse abstellt, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Datenschutzerklärung zumindest nicht so aktuell ist. Und auch was eine relativ junge Geschichte war, das Privacy Shield Urteil des EuGH, was also die Datenübermittlung in die USA anbelangt, die ja hier unseren Ansprüchen nicht so wahnsinnig gerecht wird. Und auch da, wenn also irgendwo das Stichwort Privacy Shield noch in der Datenschutzerklärung auftaucht, dann ist das ein Punkt, wo man zumindest erstmal kritisch werden kann. Ne? Es ist durchaus möglich, dass auch das dann noch eine rechtskonforme Datenschutzerklärung ist. Das kommt dann auf den Kontext an, aber das ist zumindest ein Punkt, ja, wo man dann nochmal überprüfend tätig werden sollte. Okay. Ja, super. Dann haben wir alle Fragen abgearbeitet. Ne? Das große Thema Lieferschwellen und alles, was damit zu tun hat, habe ich mir notiert. Werden wir nochmal gucken, dass wir da in den kommenden Wochen und vielleicht ein, zwei Monaten nochmal etwas an Informationen an Sie, liebe Teilnehmer, auch bringen können, dass Sie da auch auf der sicheren Seite für sich sind, die Informationen haben, mit denen Sie dann weitergehen können zu Ihrem Steuerberater. An dieser Stelle, Melvin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Vortrag, für die Einblicke, was uns das Jahr 21 und ja sogar auch das Jahr 22 in weiten Teilen bereithält, was es da für uns, was da auf uns zukommt. Und ja, Ihnen, liebe Teilnehmer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier heute beim Jahresauftakt der Webinare von JTL. Und wenn Sie in der kommenden Woche noch nichts vorhaben, würde ich mich freuen, Sie wieder lesen zu können in der kommenden Woche bei unserer JTL-Themenwoche zu JTL Shop 5. Viele Informationen vom Upgrade über die Gestaltung. Und an dieser Stelle noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von mir fürs Zuhören.